Ganz herzlich willkommen zum Vortrag Karma, Ursache leidvoller Beziehungen. Mein Name ist Tanja Schindelin und ich möchte, bevor ich den Vortrag beginne, noch was zu meiner Person sagen. Ich bin 1977 in Heilbronn geboren worden und aufgewachsen in einer Heilpraktikerfamilie. Ich bin von klein auf geprägt worden mit naturheilkundlichen Therapien, was alles möglich ist, auch in Zusammenarbeit mit der Schulmedizin. Meine Mutter hat seit über 40 Jahren ihre Praxis dort und hat auch in den 80er, 90er Jahren sehr viel mit der Schulmedizin zusammengearbeitet, dass auch übergreifend zu diesen verschiedenen Bereichen alles möglich ist. Und es kommt immer nur darauf an, wie offen jeder Mensch ist. In der Schulmedizin, in der Naturheilkunde oder ich jetzt im feinstofflichen Bereich, wo ich tätig bin, in der Karma-Auflösung. Das wäre im Deutschen als Beschreibung der Fachbereich des geistigen Heilens. Ich, wie gesagt, habe da schon einiges auf der körperlichen Ebene lernen dürfen durch meine Eltern. Bin dann später doch einen sehr irdischen Weg gegangen. Mich hat die Textilbranche sehr fasziniert und war dort dann als Handelsassistentin tätig und habe sehr, sehr viel auch mit Auszubildenden gearbeitet. Ich hatte einige Zeit die Verantwortung für über 50 Auszubildende, schulinterne Schulungen, wie das einfach im Handel auch so üblich ist, in der Ausbildung, wenn man ja nur hat. Im Laufe der Zeit habe ich dann immer weitergemacht, verschiedene weitere Ausbildungen, als Fremdsprachenkorrespondentin zum Beispiel, und bin dann im Laufe der Zeit, hat es mich ins Ausland verschlagen, in die Schweiz, da habe ich meinen früheren Mann kennengelernt, war dort verheiratet und dann kam irgendwann ein Lebensmittelpunkt oder Lebenspunkt, wo nichts mehr weiterging. Und zwar steckte ich fest in einem riesengroßen Rosenkrieg und wusste nicht warum. Der ging 2 Jahre und man hat sich umgeschlagen mit vielen Anwälten und alle waren verzweifelt und man konnte nicht mehr miteinander reden. Und das war der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich dann eine wunderbare Heilerin kennenlernen durfte. Und über die habe ich erst mal kennengelernt, mit welchen Glaubenssätzen und Prägungen aus der Kindheit man aufgewachsen ist, durch die Kultur, durch die Gesellschaft, durch das Elternhaus, welche Erwartungen an einen gestellt werden, welche Normen, wie man sich verhalten soll, was man tun soll. Und bin dadurch auf die sogenannte im Fachbereich bekannte innere Kindarbeit aufmerksam geworden. Und im Laufe der Zeit bin ich über diese Arbeit an meine eigenen Verwicklungen aus vorigen Verkörperungen der Seele, habe ich dann die wahrgenommen und auch gesehen, warum ich bestimmte Lerneinheiten hatte. Und dadurch hat sich dann nachher das Verhältnis zu meinem früheren Mann komplett verändert. Das ging dann nach 2 Jahren absoluten Rosenkrieg in eine friedliche Scheidung. Und bis heute hin können wir gut, ich habe 2 Kinder, wir können gut miteinander sprechen und auch wieder Worte finden. Also wie gesagt, vom Rosenkrieg in viele, viele wunderbare Möglichkeiten. Und jetzt möchte ich Ihnen vorstellen, Karma, Ursache leidvoller Beziehung. Karma bedeutet, ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet, in der Vergangenheit hat man eine Ursache gesetzt oder man ist geprägt worden mit Dingen und die hat jetzt Auswirkungen. Zum Beispiel, wenn Sie gestern 10 Flaschen Wodka getrunken haben, haben Sie selber die Ursache gesetzt, dass Sie heute zum Beispiel mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus liegen könnten. Ja, das ist schon für jeden nachvollziehbar. Das ist das Karma. Ja, man hat sich gestern die Ursache gesetzt und heute hat man die Auswirkung. Das kann jeder nachvollziehen. Und wenn Sie kurz durchlesen, diese verschiedenen Fragen, das ist ein Artikel von mir, der erschienen ist im Engelmagazin. Vielleicht kennt ihr ein oder andere das Engelmagazin. Das ist ganz bekannt bei uns in der, sage ich mal, spirituellen Branche. Und in irgendeiner Lebenssituation ist jeder mal festgesteckt, ob ein Chef Probleme hatte oder mit dem Partner oder Eltern. Elternhaus ist immer der Klassiker. Es gibt immer Konflikte, Eltern und Kinder. Das ist einfach normal. Bloß in unserer Gesellschaft sind wir ja gewohnt, nie darüber zu sprechen und alles ist immer perfekt. Und so geht das ganze Drama von einer Generation in die nächste, anstelle dass man Lösungen findet, miteinander spricht und vor allem die Nachbarn, vor denen muss ja auch immer alles geheim gehalten werden. Ja, es muss ja die perfekten Kinder, die perfekte Familie, ich denke, das wird in irgendeiner Form, werden Sie das auch kennen. Und
die ganz massiven, leidvollen Situationen auf dem Lebensweg von jedem. Wo fühlt sich, sind so massive Steine, nichts mehr geht weiter, man verliert viel Kraft. Man fühlt sich in irgendeiner Form machtlos, abhängig. Und man kommt oft, jeder kommt irgendwann mal in seinem Leben an einen Punkt, wo man einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und man sucht dann nach Lösungen. Oder es gibt auch einige Leute, die dann weiter im alten Muster bleiben und meinen, sie müssten sich verstecken. Sie können nichts ändern, sie dürfen nichts ändern, sie dürfen auch mit ihrem Problem mit niemandem sprechen. Und das ist das Allerschlimmste, wenn man sich das selber nicht erlaubt, dass man Hilfe findet, weil es ist ganz, ganz wichtig, wenn man das nicht macht, egal in welcher Form auch immer, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen oder zu finden, dann bleibt man einfach in diesem Problem feststecken und es belastet einen und es macht einen einfach komplett fertig und kaputt. Vorleben möchte ich noch mal kurz definieren. Vorleben beginnt schon vor einer Sekunde. Also gestern habe ich die 10 Flaschen Wodka getrunken, heute habe ich die Alkoholvergiftung. Wenn wir jetzt das über einen weiteren Zeitraum ausdehnen, zum Beispiel die prägenden Ereignisse aus der Kindheit. Wenn man immer gehört hat, du bist jetzt die Frau, du bist das Mädchen, du hast zu kochen, zu putzen, zu waschen, du hast bestimmte Aufgaben, du bist zu dick, zu dünn, du bist zu hässlich. Männer dürfen nicht weinen, Männer müssen hart sein, Männer müssen cool sein, Männer müssen Härte, Stärke zeigen. Und man ist dann vielleicht ein sensibler Junge und wächst dann auf in der Zeit, dass man einfach sensibel ist. Man darf nicht mit Puppen spielen und, und. Und in irgendeiner Form bin ich mir sicher, dass jeder sich erinnern kann an bestimmte Aussagen, die entweder die Mutter oder der Vater oder auch die Großeltern immer wiederholt haben. Und diese, und das ist das jetzt ganz wichtig, diese immer wiederkehrenden Sätze, die man gehört hat, die prägen sich in einem ein als Glaubenssätze, in der Fachsprache bekannt als Glaubenssätze. Und im Hier und Jetzt kann es zum Beispiel Auswirkungen haben. Bei den Frauen ist es oftmals der Klassiker, ich ziehe immer den falschen Partner an. Ich ziehe den falschen Partner an, zum Beispiel, der mich schlecht behandelt, der mich entwertet, der mich vielleicht schlägt, der vielleicht auch noch drogen- oder alkoholsüchtig ist. Und man fragt sich, warum ziehe ich immer, dann beende ich die Beziehung, gehe wieder in die neue Beziehung. Und dann habe ich immer wieder denselben Typ Menschen. Und wenn ich in der Kindheit wieder, wenn wir in die Kindheit zurückgehen und ich geprägt worden bin, du bist zu doof, du bist zu hässlich, dann habe ich einen Mangel zum Beispiel an Selbstwert und Selbstliebe. Und dann fühle ich mich nicht selber so viel wert oder liebe mich nicht selber genug, dass ich es wert bin, einen Partner auf Augenhöhe zu haben. Das gibt es natürlich auch bei Männern, die unterdrückt worden sind, ja, die dann immer die falsche Partnerin anziehen, die einen immer ausnutzt und. Gibt es natürlich auch. Diese Glaubenssätze sind in der Kindheit gesetzt worden, mir ist es immer gesagt worden und im Hier und Jetzt, Tag heute, habe ich einfach immer die falschen Partner und ich wundere mich warum. Und da ist zum Beispiel eine innere Kindarbeit ganz, ganz wichtig und das ist das, was ich nenne als Vorleben aus diesem Leben und dann gibt es aber noch Prägungen von negativen Glaubenssätzen aus vorigen Inkarnationen der Seele. Das bedeutet, die Seele ist ein Lichtfeld und ich verkörpere mich immer wieder, zum Beispiel auf dem Planeten Erde. Hier habe ich die Möglichkeit, als Beispiel als Mann oder Frau auf die Erde zu kommen oder was viele nicht wissen, zweigeschlechtlich. Es ist mir ganz wichtig, das auch zu erwähnen, weil das auch noch eine ganz große Grauzone ist. Seitdem ich selber jemanden kennengelernt habe vor einigen Jahren, der auch im heilerischen Bereich tätig ist, möchte ich das auch aufgreifen, weil die Menschen sind ja in der Gesellschaft sehr, sehr, seit Jahrhunderten sehr ausgeschlossen worden. Man hat ja dann auch ein großes Geheimnis daraus gemacht und zum Teil auch aus der Kirche sehr verteufelt worden. Also diese zweigeschlechtlichen Verkörperungen, die gibt es auch und häufiger als man sich vorstellen kann. Bloß halt Tabuthema unserer Gesellschaft. Alles muss perfekt sein, entweder Mann oder Frau, schwarz oder weiß, was in den letzten Jahrhunderten abgelaufen ist, wenn wir jetzt mal rein die europäische Geschichte uns anschauen. Und wie gesagt, das hat natürlich mein Karma, Ursache, Wirkung, meine jetzige Lebenssituation. Und dann können Sie sich selber mal
reflektieren, was ist so der rote Faden, was habe ich in meiner Kindheit alles gehört und was triggert mich heute noch so an. Ja? Das kommt mir immer wieder in Lebenssituationen, wo ich scheitere, diese Endlosschleife, was habe ich denn immer gehört? Was hat denn meine Mutter immer gesagt, mein Vater? Ja? Habe ich den richtigen Job gewählt oder habe ich meine Eltern enttäuscht, weil ich nicht in die Fußstapfen von meinen Eltern gegangen bin? Das ist auch ein Klassiker. Man hat ja früher oft erwartet, du gehst in meine Fußstapfen, du wirst jetzt Arzt oder Ärztin oder du übernimmst jetzt den Bauernhof. Oder von einer Klientin, die letztens zu mir gesagt hat, du hättest den Bänger übernehmen sollen. Weinbau ist ja bei uns ganz viel in der Region. Und hast es nicht gemacht. Du bist ein Versager. Ja, man hat dann die Seele immer den Menschen dann immer in das reingepresst, das soll so sein. Und dann heißt, was sagen die Leute dazu? Du musst doch den Werdegang weitergehen von deiner Mutter, von deinem Vater oder Unternehmen auch. Ja? Und dann schafft man das nicht, weil es eigentlich gar nicht, wie soll ich sagen, den Talenten und den Grundlagen von einem entsprechen. Und man wird da in was reingepresst. Und man zweifelt dann, man hadert dann und man fühlt sich dann die ganze Zeit als Versager. So einfach mal ein paar Impulse. Da ist bestimmt das eine oder andere für jeden in irgendeiner Form dabei. Bei jedem ist ja immer wieder ein bisschen anders. Das nochmal zusammengefasst, die negativen Glaubenssätze, wie wir geprägt worden sind, aus der Kindheit oder aus vorigen Inkarnationen. Was ich vorhin vergessen habe, sind die verletzten Gefühle. Ich habe ja auch, wenn ich ständig entwertet worden bin und fertig gemacht worden bin, habe ich ja auch verletzte Gefühle. Und diese verletzten Gefühle ist auch wichtig, dass man die anschaut. Und in den letzten Hunderten von Jahren ist ja so gewesen, dass Gefühle komplett ausgedrückt worden sind. Man hat ja funktionieren müssen. Es waren in Europa, also ich bleibe in Europa, damit ich das nicht jetzt ganz, damit das nicht zu weit folgt. Gefühle wurden komplett unterdrückt. Und Gefühle ist das, was ganz, ganz wichtig ist. Zum Beispiel, ich muss als Mann hart sein. Ja? Oder als Frau muss ich so und so sein. Und die eigenen Gefühle, die eigenen Leitungen, die sind da, die Intuition über das Fühlen. Man braucht die Gefühle, um auf seine innere Stimme hören zu können. Und wenn die Gefühle unterdrückt sind und ausgeschaltet sind und total verletzt sind, dann habe ich wenig Chancen auf den Zugang zu meiner inneren Stimme. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch Methoden findet, um die verletzten Gefühle harmonisieren zu können. Dann aus diese Endlosschleifen mit zum Thema ungelöste Lernmuster, das ist aus vorigen Inkarnationen ganz, ganz stark. Also nicht aus diesem Leben, kann auch natürlich sein, aber aus vorigen Inkarnationen ist es ganz, ganz stark. Gerade wenn man dann sich überlegt oder fragt, warum habe ich das die ganze Zeit? Seit der Kindheit, ja? Das verfolgt mich die ganze Zeit. Ich versuche die ganze Zeit super ehrlich mein Geld zu verdienen, gründe verschiedene Firmen, bin dauernd in der Insolvenz, ich bemühe mich, mache, ich bin doch ein ganz toller Mensch und alles geht schief. Und dann stellt sich heraus, wenn man dann im vorigen Leben schaut, was da passiert ist. Das ist ein Fallbeispiel aus der Klientenbegleitung. Diese Dame, die hat im Vorleben ein Vorleben gehabt, wo sie noch nie, also eine vorige Inkarnation der Seele, wo sie immer den Menschen alles weggenommen hat, geraubt hat, ohne wie auch immer. Und in diesem Leben ist sie damit konfrontiert worden und sie hat dann durch meine Begleitung, durch die Karma-Auflösungsbegleitung erkannt, aha, das hat sie noch nicht erkannt oder wahrgenommen. Und dann hat sich nachher diese Pechsträhne, in dem Moment, wo man erkennt und in eine Vergebungsarbeit geht, es gibt da einen Ablauf in der Karma-Auflösung, hat sie dann das erkannt und konnte das dann transformieren. Und ihr Lebensweg hat sich komplett geändert. Wie diese Technik erbte, wie kommen Sie in das Vorleben? Das erkläre ich gleich, das sage ich gleich. Und dann, wie gesagt, Flüche, Eide, Schwüre, magische Verwicklung, das sind so Standards aus vorigen Inkarnationen. Weil alles, was ich sage, wenn ich eine Eid schwöre oder Fluch oder was magische Dinge gemacht habe in vorigen Inkarnationen, sind energetische Bindungen, die über Raum und Zeit weiterhin bestehen bleiben. Denn außerhalb der Erde, im Universum, da gibt es
keinen Raum und keine Zeit. Da gibt es auch nicht die verschiedenen Inkarnationen, also die Verkörperungen werden da anders angesehen. Da ist man einfach, da kommt die Seele mal dort und dort und dorthin, wie ein Landeplatz mit dem Flugzeug, und jetzt bleibe ich mal ein bisschen auf der Erde oder jetzt fliege ich woanders hin und fliege mal in ein anderes. Jetzt das Universum ist ja so riesig, ja, und es gibt viele Planeten, die auch noch verkörpert sind. Also wo auch Formen leben, Körperform leben. Also wir denken ja immer, wir sind ja die Einzigen im Universum, aber so ist es nicht. Es wird uns da auch immer ein bisschen verklickert. Und nochmal wieder, diese ganzen, also die Glaubens, so wie wir denken, so wie wir fühlen, also diese negativen Glaubenssätze, die führen dazu, dass wir halt immer mit Blockaden, beziehungsweise Blockaden meine ich, da bezeichne ich als die leidvollen Beziehungen, einfach immer wieder konfrontiert werden. Und die sind alle rein energetisch. Und da ist es ganz wichtig, erstmal sich bewusst zu werden, alles ist Energie. Und sich erstmal bewusst zu werden, was viele Menschen immer wieder überrascht, was, ich bin ein energetisches Wesen. Ich sehe doch nur den Körper. Ja? Wie soll ich da, ich soll sowas sein wie das Licht. Und da ist man immer wieder sehr, sehr überrascht. Und das ist der erste Weg, um sich bewusst zu werden, wo man sich selber bewusst werden sollte, den Weg in die Feinstofflichkeit. Ich bin hier auf der Erde. Meine ganze Energie wird zusammengehalten durch die Naturgesetze. Und da ist es erstmal wichtig, sich bewusst zu sein, dass alle festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe aus Atomen bestehen. Und das ist die Definition der Chemie. Jeder hat bestimmt schon mal gehört vom Fachgebiet Wissenschaft Chemie. Und das ist die Definition, die habe ich rausgenommen aus Wikipedia, wo die Definition für das Fachgebiet Chemie, das ist die absolute Grundlage. Und es ist, weil oftmals wird gesagt, was macht man da von spirituellem Humbug oder so, das kommt aus der Wissenschaft, darauf bezieht sich die Chemie. Und da kann keiner mehr sagen, das gibt es nicht, weil das ist Naturwissenschaft. Und auch die Physik arbeitet mit Energie, mit Feinstofflichkeit. Der Einstein, jedem sagt bestimmt, hat mal etwas gehört von Einstein, da hat man berechnet, wie viel, das kann man alles nachlesen im Internet, wie viele Tonnen, also Energie an Atombomben in jedem Körper, in deinem Körper, in jedem Körper von uns gespeichert ist. Wie viel Energie, ja, da hat er eine Formel erstellt, das kann man nachschauen. Er war ja Physiker und weltbekannter Physiker. Und durch die Naturgesetze, wie gesagt, da wird das alles zusammen, da gibt es Formen, verschiedene Formen, das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Und hier ist nochmal ein Bild, was ich mal eine Grafik anfertigen lassen habe, dass man sich das alles vorstellt. Einmal die auf der Erde schwingt die Energie niedriger, wir sind in einer Form, Mann, Frau, und um uns herum sind ca. 88.000 Chakren, Energiewirbel. Bestimmt haben Sie auch schon mal was von Akupunkturpunkten gehört. Wenn man Schaubilder sieht, ist ja der ganze Körper voll mit Punkten. Und jeder Punkt ist ein Energiewirbel. Und wir haben hier die Hauptenergiewirbel. Das sind die Hauptenergiewirbel, die Hauptchakren. Das ist das System aus dem Indischen, aber es gibt, jede Kultur hat so ihre Systeme. Da kann man schauen. Und diese, wir haben ja vorhin schon gesagt, das ist Energie. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sind übersät, ja, in der Feinstofflichkeit mit ca. 88.000 Energiewirbeln. Und wenn Sie negative Gefühle haben, negatives Denken, also ich bin nicht wertvoll genug, ich bin zu blöd, ich bin zu dumm, ja, dann sorge ich dafür, dass sich die Energiewirbel niedriger schwingen, also sich niedriger drehen, und damit bin ich nicht in der Lage, mich ausreichend mit Lebensenergie zu versorgen. Also wenn ich nachts schlafen möchte, und es geht über Tage, Wochen hinweg, und ich denke die ganze Zeit, ich habe das Problem, jenes Problem, tralala, wie fühlen Sie sich am nächsten Tag? Super fit,
sie sind total erschlagen. Ja? Und über einen längeren Zeitraum immer, immer mehr. Sie verlieren immer mehr an Kraft. Und das ist zurückzuführen darauf, wenn ich negativ denke und verletzte Gefühle habe, wenn mich Dinge belasten, temporäre Probleme oder mein roter Faden im Leben, dann drehen sich meine Chakren langsamer und ich kann weniger Lebensenergie aufnehmen. Und hier ist es nochmal zusammengefasst. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, also ich habe zwei Bücher geschrieben, aber in dem einen Buch ist es ganz ausführlich alles auch nochmal beschrieben. Es gibt dann, wie man das erörtern kann, es gibt die Technik der Energiearbeit und zum Beispiel diejenigen, die Heiler, die Hände auflegen, da kann man spüren, zum Beispiel welche, es gibt ja auch einzelne Blockaden bei bestimmten Chakren, wo man mit Lebensenergie auffüllen kann, wo man einfach mal wieder die Batterie auffüllen kann, wo man wieder gestärkt rausgeht. Oder bei der Akupunktur kann man das machen, wo man Dinge lösen kann, Akupressur und so weiter. Und jetzt kommt das geistige Heim, was eigentlich diese Karma-Auflösung ist und wo ich gerne auf Ihre Frage jetzt zurückkomme. Wir haben gerade gelernt, wir bestehen aus lauter, also wir bestehen aus Energie. Die Seele verkörpert sich immer wieder in einen Körper, es bleibt mal auf der Erde. Und wenn ich in einem entspannten Zustand bin, dann schüttet die Zirbeldrüse Dimethyltryptamin aus. Es gibt mittlerweile viele Ärzte, die darüber Berichte und Forschungen gemacht haben. Und einer davon ist der Dr. Rhys Dressman und der nennt es das spirituelle Molekül Dimethyltryptamin. Wenn Sie in einem entspannten Zustand sind, dann wird es ausgeschüttet in der Zirbeldrüse und dann, wenn man dann geübt ist nach einer Weile, das funktioniert jetzt nicht immer gleich, dann bildet also das die Verbindung zur Feinstofflichkeit. Und wenn jetzt ein Medium oder ein Heiler, der vermittelt, der bekommt dann in dem Moment Bilder und ist in Kontakt mit dem Klienten und auch in der Führung der geistigen Welt, der Lichtwesen, weil das können wir nicht alleine machen, das macht keiner alleine, weil wir den Lebensplan nicht von der jeweiligen Seele kennen und die zeigt uns dann genau Bilder von den vorigen Inkarnationen. Oder von der jetzigen leidvollen Situation, was die zum Beispiel mit der Kindheit zu tun hat. Welche unverarbeiteten Dinge einen immer noch aus der Kindheit prägen. Und jeder kann das lernen. Wie gesagt, Dimethyltryptamin auf der körperlichen Ebene Dr. Rick Stressman. Und ich habe das auch in meinem ersten Buch so veröffentlicht und zusammengeschrieben. Und das kann, wie gesagt, jeder kann es lernen, jeder kann es muss nur ein bisschen schneller durchgehen, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit vom Vortrag. Und hier sind einige Methoden, Möglichkeiten, ich habe es schon mal erwähnt, also diese universelle Lebensenergie ist immer wichtig, im Schlaf tanken wir die automatisch auf, wenn wir gut drauf sind, dann drehen sich die Chakren schneller, bei Negativität langsamer. Und da gibt es vielleicht, da haben Sie schon mal gehört, vielleicht von Farben, wo man nutzt, Klänge. Ja, Klänge sind sehr, also jede Form der Musik harmonisiert ganz toll. Die Gefühle zum Beispiel. Wenn Sie irgendwann, die ältere Generation hört gern Klassik, da kommt man in ganz andere Sphären. Ja, da gibt es welche, die hören gerne asiatische Musik, wo man dann sich ganz öffnen kann und in andere Sphären kommt. Also das kann man dann ausprobieren, das sind so einige. Zum Beispiel Räuchern ist ganz toll für festsitzende, niedrig schwingende Energien im Energiefeld. Und hier sind ein paar Mal aufgezählt. Und warum habe ich diese noch ganz zum Abschluss, warum habe ich einfach diese 10 leidvollen Verwicklungen, wo ich richtig leide, wo ich total frustriert bin, wo es mir ganz schlecht geht und ich einfach nicht mehr weiter weiß und ich kann nicht mehr. Das dient einfach zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Bewusstseinsentwicklung auf der Erde, hier in der Dualität, oben sind wir in der Urquelle, in der Einheit und einfach, um eine Lerneinheit zu erkennen aus vorigen Inkarnationen, die noch offen sind und wir sind jetzt im Anfang des Wassermann-Zeitalters, des Friedenszeitalters astrologisch und da sind wir alle aufgefordert, unsere Leichen aus diesem und aus vorigen Inkarnationen anzuschauen. Denn der andere ist nicht schuld, der andere ist nur mein Spiegel, ja, das kennen bestimmt auch einige. Das ist der Klassiker aus der
spirituellen kosmischen Arbeit. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, und wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie einfach zu mir an den Stand. Ich bin am Stand. Vielen herzlichen Dank.